Ach, was schöne Musik und hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zum Bus-Simulator 16. Ein netter Spieler hat uns hier 3367 Euro erspielt. Vielen Dank dafür schon mal. Und ich bin mal gespannt hier. Unser Ziel ist immer noch, dass wir eine Woche durchhalten und alle Bushaltestellen anfahren. Das machen wir doch. Und wir fahren jetzt nochmal die gleiche Strecke. Aber, warte mal. Boah, die Jobangebote-Typen, die fahren ja richtig was rein, ne? Warte mal, ich muss vielleicht nochmal einen rote Ampel fahren. Okay, okay, okay. Unfallkosten. Puh. Ich komme so langsam wieder in den grünen Bereich. Wir müssen noch knapp 6000 Euro schulden. Ich wollte aber eigentlich was anderes. Und zwar wollte ich... Hier sind noch zwei Strecken drin, also brauchen wir keinen Auftrag geben eigentlich. Nö, machen wir nicht. Wir wollen fahren. Und nehmen jetzt mal... Drücken einfach auf alle Knöpfe. Mist. Das war ja unsere, ne? Du bist der und du bist du. Und ich habe die drei. Na komm. Toll. Weißt du was? Ich habe hier wieder, aber das kann ich gleich machen. Und zwar fahren wir mal. Wir fahren mal andersrum. Hier natürlich den. Und jetzt ist natürlich das Doofe, da müssen wir wahrscheinlich immer. Habe ich die jetzt andersrum fahren? Egal. Wir starten im Depot. Und während das passiert, werde ich hier mal mein Lenkrad mir besorgen, weil ohne Lenkrad ist doof. Warte mal. Die Schaltung fehlt noch. YouTube, nicht vorbereitet. Scheiße. Diese Kraftausdrücke, ich bitte das zu entschuldigen. So, aber pünktlich. Oder fast. Ja, alles fest. Okay, okay, okay. Boah, das war anstrengend. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Boah, das tut gut. Mann. Immer schön heiß wird mir hingestellt. Vielen Dank dafür. Ja, unsere Stretch-Limo steht hier schon bereit und ich mach mal das Tor auf. Und wir legen gleich los. Mal gucken, ob keiner liegen geblieben ist. Nee, das hatte ich hier letztens erst. Du machst den Bus zu, fährst abends nach Hause und da ist wer eingepennt. So. Gut, ich sitze. Oh, dieses Geräusch, wunderschön. Tolles Wetter. Ich mache mal die Heizung ein bisschen runter, vorsichtshalber. Und? Komm schon. Angesprungen. Ein Glück. Das ist los. Das ist da. Türen funktionieren. Muss man ja auch mal testen. Funktioniert. Funktioniert. Gut, kann man losfahren. Gucken nochmal die Strecke an. Nö, es geht ja. Brauche ich nur um die Ecke. Hey. Das ist nicht genau das gleiche im Prinzip. Ich habe doch gesagt, umgedreht, oder? Bin ich jetzt, habe ich gerade einen Denkfehler? Vielleicht denke ich auch falsch. Wer weiß, wer weiß. So, erreichen wir die nächste Bushaltestelle. Mist. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Oh. Genau. Wie gesagt, nicht vorbereitet. Das gibt einen fetten Minuspunkt. So, jetzt rast nicht so schnell hier mit euren schnellen Schritten, weil sonst liegt ihr gleich wieder unterm Bus. Das kenne ich doch. Die Tricks. Ja. Und viel Verkehr anscheinend. Dann lässt uns eh wieder keiner raus. Lauf. Tja. Wie unnett, ne? Ja, kein Bus vor sich haben.
Du wartest doch jetzt nur... Wehe. So. Nein, nein, nein. Wieso ist denn der, hängt denn der jetzt... No. Saftsack. Ja, genau. No. Sondern auch das... Ja, das, was du mit einem Gelenkbus auch nicht mehr verdienen kannst, hast du dann das Problem, ja, dass durch so blöde Bugs, die, ja, die Autos einfach nicht genug Abstand halten, oder nennt man es Bug? Ne, es ist wahrscheinlich diese Kollisionsgeschichte, oder? Und... Nein! Nein, 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 das kann doch nicht wahr sein. Moment. Der hält mich an. Das kann nicht wahr sein. Also ich glaub's ja wohl nicht. Ne? Da fährst du los gerade, ja, und was passiert? Erstmal fährt dieses grüne Auto da in die Kiste rein, dann rammst du den blöden Spiegel ab und dann... Jetzt komme ich hier, ich kann gar nicht springen. Ich dreh durch. Ich kann... Was soll ich denn jetzt? Ich kann nicht springen und der Bus ist offen und... Hey, sieh da, könntest du mir mal... Hallo? Moment mal, hallo? Ja... Das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon. Das ist jetzt mal die Rache, ihr Saftsäcke, für die ganzen Schikanen, für das Reinfahren und dann sagen, ich bin schuld und... Ja, der blöde Busfahrer, ne? Fährt nicht weiter. Saftsack. Na? Bin ja geguckt. Ja, ist ja gut. Ich hab mich ja wieder im Griff jetzt. Nee, ich komme hier nicht rein. Warum eigentlich nicht? Komme ich hier rein? Ja. Ja, sorry. Yes. Tut mir leid. Wenigstens sind wir noch auf der richtigen Strecke. Das wird wieder eine richtige Plusfahrt. Dass die Burning Gamers sehen, dann wollen sie wieder keine Firma mit mir gründen. Wir waren nämlich am Überlegen, ob wir zusammen eine Firma gründen, aber es ist eigentlich gar nicht so einfach, weil wenn ich ihn zu mir einladen würde, würde es Simotube heißen, aber wir können ihn nicht umbenennen. Deswegen sind wir am Überlegen, ob wir eventuell die Firma neu starten, aber es ist irgendwie auch doof und müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas tricksen können. Das war, weiß ich auch nicht. Aber naja, müssen wir mal Geld verdienen für den Unfall. Komm, lauf rüber, du rennst mir dann eh wieder in die Kiste. Ich kenne dich doch. Mist. So, jetzt wieder freundlich lächeln, tief durchatmen. Alles ist gut, die Leute wollen Fahrkarten für teuer Geld. So. Neustraße Ost. Oh, ihr habt alle schon. Okay. Bitte gut festhalten. Man weiß nie, was passiert. So. Weil der zum Beispiel schleicht jetzt hier dran vorbei und der fährt garantiert jetzt los, wenn ich losfahre. Nee, Glück gehabt. So, ich werde aber mal den Tempomaten-Dings zweimal so. Nächster Halt, St. Andreaskirche. Haben hier bald noch einen Rekord in Nebenkosten, die ich verursache.
will schon aufsteigen. St. Andreaskirche. So, wenigstens haben wir jetzt wieder ein paar Punkte gut gemacht. Können wir eine Fahrkarte kaufen? Okay. Die Fahrt war nicht schwarz, ne? Neulich habe ich mich zu Tode erschreckt. Was ist passiert? Anscheinend hat mein Mitbewohner einen kleinen Staubsaugerroboter, der sich automatisch einschaltet. Ich hatte keine Ahnung, was los war oder woher das Geräusch kam, bis ich ihn gesehen habe. Ich dachte, das Haus stürzt ein. Nächster Halt, Neue Straße West. Was ist denn das eigentlich für ein... Wahrscheinlich einer der ersten Modelle von Staubsaugern, die ja noch sehr laut waren. Das Haus stürzt ein, da muss ja schon einiges an Geräuschkulisse da gewesen sein. Ich liebe dieses Wetter. Ich mag, wie es die Stadt aussehen lässt. Sehr majestätisch. Neue Straße West. Jetzt habe ich eine Angabe, nur der Bordstein, oder? War, glaube ich, nicht so schlimm. Eine normale Fahrkarte, bitte. Ja, Moment, ich komme rein. So, einmal normal. Ja, 2,20 bitte. 2,40, 2,50, 3,5. Ich brauche bitte? Nur eine Fahrkarte. Für die Woche, sag das doch. Normal. 33 Euro, bitte. Also, jetzt kommt Geld rein, YouTube. 33, 2, oder? Danke, mein Lieber. Oh. Moment. Das, da kommt keiner mehr. Tür zu. So. Hier 42 haben wir bis zum nächsten. Nächster Halt, Konzerthalle, Graben. Einbahnstraße. Wieder beruhigt. Jetzt hier ein Kaffee, meine Kaffeehalterung. Nein, meine Geldbörse. Habe ich sie verloren? Oh, da ist sie ja. Wie dumm von mir. Das ist nicht witzig. So. Ja, fahrt nur alle weiter. Ich komme da jetzt auch gar nicht, wenn ich jetzt hier so raus. Ich muss ja hier so ein bisschen rüber, sonst. Ich ja den Arsch hier nicht rum. Oder das Heck. Und noch 3 Minuten bis zur nächsten Haltestelle. Oder ein bisschen früher dran. Aber früher, wie gesagt, macht nichts, weil er scheint auch immer die Zeiten dann zurückzusetzen, wenn er an der Haltestelle ist. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ich fände es lieber besser, wenn man wirklich quasi zu spät ist, ne? Dass man so einen Zeitplan dann einfach hinterher hechten muss. Das finde ich irgendwie cool. Konzerthalle, Graben. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, gerne. Einzelfahrt, ne? 2,20 dann. 40, 50, 3, 5. Danke, mein Lieber. Da, das war's schon mehr. Oh. Hier aufhalten, weil wir schon mitten an der Straße halten. So.
So. Eigentlich wäre die Fahrt ganz lukrativ, wenn wir nicht am Anfang wieder diesen Mist gehabt hätten, ne? Und klar hätten wir auch neu starten können, das weiß ich, aber das machen wir hier nicht. Kann ja ein normaler Busfahrer auch nicht, wenn er aus der Halle rausfährt und rammt irgendwie an ins Auto und sagt, hey, Clip, das gilt nicht. Ich habe gerade erst angefangen, also setz dich mal in den Bus zurück. Das geht ja nicht. Ich sehe nichts. So. Ich glaube, wir sind jetzt hier gut. Ja. Haben schon einige hier mit drin. Und da ist auch schon der nächste Bushaltestelle. Das heißt, wir können den Blinker anlassen. Das ist doch schön. So, die können Leute auch überholen. Hallo Trainer, ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin ausgerutscht und es tut etwas weh. Sicher. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Gut, bis zum nächsten Training. Tschüss. Gut, Fahrkarten will keiner, dann machen wir mal die Tür wieder zu. Weiter geht's, ne? Nächster Halt, Baccarastraße. Okay. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ja, und weil Wochenende ist YouTube, machen wir ein bisschen länger, oder? Bringen wir auf jeden Fall das noch zu Ende. Ansonsten hätte ich jetzt hier einen Cut gemacht. Ich halte mal hier ein bisschen weiter vorne. Ja, okay. Das ist schön eigentlich mit diesen, mit einem immer mehr, langsam. In Amerika mit diesen Haltestellen, die ein bisschen weiter auf der anderen Seite der Kreuzung sind. Also mit dem Bus, da würdest du dann halt auch wesentlich mehr sehen. Ne? Ich bin nicht zu weit vom Bursch, aber naja, ist es halt so. Aber er sagt mal, perfekte Halteposition haben wir nochmal Glück gehabt. Okay. Beenden wir mal das Ganze. So, jetzt bin ich mal gespannt bei den Ausgaben. Oh, da wäre ja noch richtig Glück gehabt, YouTube. 250 nur, dann war es ja gar nicht so schlimm. Hätte ich mich gar nicht so aufregen müssen. Neue Filmgarage, cool. Wobei ich es noch nicht so ganz verstanden habe. Die verteilen sich dann automatisch oder so, ne? Irgendwie. Okay. Wird kein Schwein. Ja. Wann gibt es noch nicht den Mann MRN? Guck mal, der ist jetzt noch länger. Ach, hier. Was brauchen wir dafür? Level 13. Achso, wir haben jetzt Level 12. Okay. Ja. Ich denke mal, morgen geht's weiter. Ziehen wir die Woche noch durch. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Samstag. Und lasst mal einen Daumen da. Ja, das baut auf, YouTube. Na, denn, ja, auch mir macht das Spiel Spaß. Und ich hoffe, euch auch. Und wenn es das tut, dann... Was war denn das jetzt? Wir sitzen insgesamt 5 Busse. Herausforderung. Belohnung. Wir bekommen 30.000. Okay. Das kriegen wir hin. Aber wir haben Plus. Ich werde verrückt. YouTube, mach's gut.